Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Ich finde, dass dieses afrikanische Sprichwort sehr gut diese 72-Stunden-Aktion der Landjugend beschreibt. Und ich stelle mir gerade vor, wie das wohl ist am 28. Mai, 18 Uhr, in 98 Dörfern warten 3000 junge Leute darauf, zu erfahren, welche Aufgabe sie in den nächsten 72 Stunden lösen sollen. Das wird mit Sicherheit eine spannende Erfahrung. Nicht jeder von denen, die mitmachen, hat schon mal eine Grillhütte gebaut oder hat schon mal eine Chronik für ein Dorf erstellt. Das heißt, das geht nur im Team, nur im Miteinander kann es gelingen. Es geht nur, wenn man andere fragt, die sich damit auskennen. Und das ist das Besondere an dieser Aktion. Und ich bin mir sicher, jeder von denen, die dort mitmacht, wird etwas mitnehmen, wird eine bleibende Erfahrung aus diesen 72 Stunden ziehen. Und übrigens wir alle auch, denn es entsteht etwas Bleibendes. Und deswegen mein ganz herzlicher Dank an die, die das organisieren, vor allem natürlich an diese 3000 jungen Menschen, die voller Begeisterung mitmachen. Ich zolle Ihnen meinen größten Respekt. Ich bin stolz darauf, dass Sie das leisten und ich wünsche Ihnen alles Gute, eine tolle Erfahrung und natürlich interessante, spannende und abwechslungsreiche 72 Stunden.